Hallo Leute und willkommen zurück bei Evo, Search for Eden, bla bla bla, kennt ihr alles. Wir sind jetzt unterwegs zum Bergtapferkeit, um scheinen Vogel zu werden. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall einen besseren Swans, weil einen Berg hoch zu klettern wird sehr schwer werden. Und es braucht noch mehr Agilität. Und ist mal von meiner Hand aufgeschaut. Ich wollte das eh mal ausprobieren. Oh Junge, Junge, Junge. Oh, viel zu langsam. Ohne Witz. Bescheuert. Okay, einen langen Hals zu haben, ist irgendwie interessant. So, und jetzt haben wir die drei Hörner da mal. Drei Zack oder so aus der Weg geschaut und jetzt kommen wir zu den uns jetzt der. Oh, was wollen die denn? Also, langer Hals, echt interessant, aber nur, ja, Ansichtssache halt. Was könnte man noch versuchen? Ah ja, genau. Das wäre auch noch eine Idee, euch zu zeigen. Komm, ich zeige euch das noch mal kurz. Was für verschiedene Sachen es noch hier gibt. Und dann erkennen wir den Berg. Zum Arzt da. Ich muss richtig erinnern, wenn ich das benutze. Dann wird meine Sprungkraft erhöht, was ja positiv ist. Okay, noch 400. Komm her. So, also eigentlich hatte ich vor, von Anfangs an einfach euch alles zu zeigen, aber das ist mir viel zu viel Arbeit, dass ich das realisiert habe, was für verschiedene Möglichkeiten es da gibt. Naja, bis jetzt einfach beschlossen, einfach ein bisschen den Vogel zu verholen und das einfach normal durchzuspülen. So wie es es auch tun würde, wenn ich das oft, also einfach so spielen würde. Und verdammt nochmal, lasst ihr mich nicht in Ruhe. So. So. Ist aber noch nicht vorbei.
Oh, verdammt. Ich muss alles aufpassen, damit ich der Stärkste bin. Oh ja, so läuft das in der Natur. Außer wenn es plötzlich dann angestrebt wird, Intelligenz zu haben. Wie bei uns, meinst du? Also, habt ihr ja vielleicht schon bemerkt, ich habe jetzt kürzere Förderbeine. Das bedeutet, ich entwickle mich gerade zu einem Zweibeiner. Was meine Schnelligkeit und meine Sprungkraft erhöht. Das klingt doch zuerst mal seltsam, aber das ist wirklich so. Und verdammt normal, ich will nicht sterben. Ciao. Ich brauche noch ein paar Ego-Punkte, verdammt nochmal. Langer Hals ist so gesehen schon interessant bei denen hier. Und man darf sich halt nicht treffen lassen. Ja, ist ja gut. So. Ah, nee, reicht noch nicht ganz. So, Body. Und nochmal das Ganze. So. Genau so muss das laufen beim Springen. Perfekt. Sag mal, mein Skin hat das ja genau, das sieht jetzt aus wie eine Echse. Okay, also mein Skin, nur mein Kaffee rede ich schon. Ey, verdammt, nein. Genau das muss man hier evitieren. So, geht ja schon viel besser mit dem Springen. Ein Raptor ist ehrlich gesagt auch näher verwandt wie mit einem Vogel wie ein zweibeiniger Dino. So, fast geschafft. Nein, 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 nein! Verdammt. Uiuiui. So, und immer weiter tapfer den Berg Tapferkeit. Okay, ich bin tot. Oder wir trainieren noch ein wenig. Das wäre natürlich auch eine Idee. Weil das hier war auch total bescheuert. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Ich nehme an, wir brauchen halt noch ein bisschen mehr. Ja, Agilität wäre noch mehr. Noch mehr Agilität und fertig. What the fuck? So, 1500 brauche ich.
geht doch. Hier muss man wirklich noch schnell sein mit dem Rücken. Ah, verdammt. So. Komm, geht doch. Nicht gut. Ja, das wäre auch vielleicht eine Taktik, die eine Idee ist. So. Perfekt, ist das uns dann nicht so. Oh, verdammt. Geht doch. Gut. Komm, wir versuchen es uns auch mal an dem hier. Oder? Komm, versuche es fertig. Holy shit! Nein, 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 nein. Leben hat er. Plus 500. Okay. Ich werde mir merken, sobald wir eine starke 10 haben, werden wir auf jeden Fall zu dem hier zurückkehren. Aber jetzt machen wir uns als kleiner böser Raptor mal auf den Weg. Auf den Berg, um uns in einen kleinen bösen Vogel zu verwandeln. Jetzt sollte meine Agilität eigentlich locker reichen. Wie süß. Sieht eigentlich so wie die aus mit dem anderen Schwanz und anderen Zähnen. Oder? Zähne habe ich da Toragoton. Ja, sie haben Pedinodon. Sie sind ja Pedinodon. Ne, aber wie ihr seht, sieht das ja schon. Oh mein Gott. Geht doch. Geflüchter A. Hey du Reptil, hier ist der Eingang zu der Himmelswelt. Springe ohne zu zögern. Aber wenn irgendwas schief geht, dann denk dran, dass es deine Entscheidung war. Verdammt, nein, 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 nein. Und boom. Gratulation für deine Tapferkeit. Du entwickelst dich jetzt in einen Vogel. Hallo, ich bin ein Vogel. Ich habe das falsche Leben. Ich bin total scheiße. Oh mein Gott, ich kann überhaupt nichts.
So. Und damit wäre unser Vogel da so einmal besiegelt. Und damit hätten wir zwei neue Level freigeschaltet. Und wir gehen mal zuerst in die Wolke. Weil hier bekommen wir sofort mal ein paar Evo-Punkte geschenkt. Zuerst müssen wir aber hier hochfliegen. Ja, in dieser Wolke gibt es zwei Kristalle, einen grünen, einen roten. Der rote ist ziemlich geil. Ja, müsste der grüne sein. Das ist auch der Fall. Damit hätten wir noch eine Transformation frei. In irgendein Getier. Und wenn ich mich erst erinnere, jetzt immer nach erst und dann sind wir beim roten. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass meine Framerate groß genug ist, also die Aufnahme, damit ihr auch seht, wie sich der Vogel so schnell seine Flügel bewegt. Wenn sie nicht groß genug ist, kann es sein, dass er nur die ganze Zeit sieht, wie er sie aufhören hat, bis was umgekehrt. Und wir sind jetzt ein Drache. Das müssen wir natürlich sofort speichern. Auf Platz 8, so. Das ist ganz simpel gesagt ein Drache. Fertig. Und er hat eine eigenartige Lache. Er kann aber kein Feuer spucken. Er hat aber... Ja, er kann das ja. Und das, da will ja jeder können. Ja. Und er sieht hässlich aus. Und jetzt gibt es noch etwas, was ist über... Oh, verdammt. Über... dieser Höhle befindet. Höhle, was rede ich da? Das ist eine Wolke, oh mein Gott. So, ich möchte aber recht schnell sein, weil der Drache verschwindet eh gleich. Und hier gibt es fix nichts, was man verspeisen kann, um Ebenpunkte zu sammeln. Aber über der Wolke schon. Ne, das ist doch Holz, ne? Ne, es ist richtig, verdammt. Egal, machen wir mal kurz hier schnell. Und wir sind jetzt im Asteroidenfeld. Jetzt muss man mal ganz nach links. Wir sind über den Wolken. Der Himmel ist über uns. Die Wolken unter uns. Hier ist eine gigantische Wolke. Und wir fliegen jetzt drauf. In den Weltall. In das Asteroidenfeld. Und wir suchen nach einer Möglichkeit. Ja, schön, verdammt. Und wir suchen nach einem bestimmten Eingang. Sollte irgendwo hier ganz links sein, genau hier. Oder noch weiter? Nee, das ist ganz links. Und hier sollte dann auch noch ein Kristall sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und den brauchen wir auch sofort. Warte. Störe mich jetzt nicht. Ich bin gerade dabei, mehr Kopf für mein Gehen zu bekommen. Ja. So. Ja. Ich würde sagen... Wir stampfen uns sofort mal die Rückenflosse hier. Das hier, das erhöht unsere Habilität. So. Diese Rüstung vielleicht.
Warte, nee, das sieht bescheuert aus. Gleich hier ins Wasser? Ja. Komm mal diesen Monster. Gut. Doch trotzdem lieber den 20, also. Das soll mal für den Anfang reichen. So, und diese Punkte da waren auch bitter nötig und wir sind irre schnell, was ist so gehört. Schneller als Stadtwache. Das kurz zeigen. 18 Agilität. Das liegt auch teilweise an unserem neuen Kopfschmuck. Aber die Level ist noch nicht vorbei. Die Rüstung sieht aber noch ziemlich bescheuert aus, muss ich ehrlich sagen. Ein Aschwindenfeld nähert sich. Wenn es die Welt trifft, wird sie sehr zerstört sein, aber es wird in Ordnung sein. Okay. Also diese kleinen... Oh, verdammt. Okay, diese Zellen sind noch gar nicht gut genug. Komm, perfekt. So, und noch eine Transformation. Nehmen wir es in eine Fledermaus. Das wird jetzt auch aufgenommen, weil wir können. Ja. Flee. Obwohl, nee, das ist ein ziemlich langes Wort. Machen wir uns einfach das englische Wort. Bat. Wie Batman. Ja. Und wenn ich mich richtig sage, gibt es noch einen dritten Asteroiden, wo wir rein können. Diesen hier. Die Dinosaurier unter uns überlegen überhaupt nicht. Sie verstehen nicht, dass Kreaturen mit Intelligenz die Welt beherrschen werden und nicht Kreaturen mit Kraft. So. Gut. Und jetzt können wir einfach runtergehen. Weil damit hatten wir alles gesehen, was sich hier befindet. So. Und das Wichtigste. Wir haben jetzt immer noch den hier und fanden ein paar Punkte bekommen, die wohl ausreißen. Obwohl haben wir noch den ausreißen. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Punkte bekommen, die ausreißen, dass wir jetzt normal weiterspielen können als Vogel und nicht jetzt noch 1000 Evo-Punkte sammeln müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal, euer Griff hier.